Denkmalschutz oder Barrierefreiheit? Wie menschenverträglich muss eigentlich Kunst und Kultur sein? Darum geht es in unserem nächsten Fall. Im Mittelpunkt steht dabei ein besonders architektonisches Kunstwerk, die Kirche zur heiligsten Dreifaltigkeit am Georgenberg in Wien-Mauer, bekannt als Wottruper Kirche. Für Aufregung sorgt aber nicht die außergewöhnliche Architektur, sondern eine ganz einfache Frage. Wie kommen die Menschen zum Gottesdienst? Tina Schmidt-Ladenbacher berichtet. Erhaben steht sie da, die Kirche zur heiligsten Dreifaltigkeit oder Wottruper Kirche in Wien am Georgenberg. Die Kirche wurde aus 152 rohen Betonblöcken nach Entwürfen des Bildhauers Fritz Wottruper und Plänen des Architekten Meyer errichtet. Die Kirchengemeinde ist eine äußerst aktive und lebendige, schildert uns Diakon Hubert Keindl. Das einzige Problem, die Kirche ist nicht barrierefrei. Für Menschen mit Gehbehinderung ist der Zugang fast unmöglich. Menschen, die gewohnt sind, hier die Gemeinschaft zu pflegen, haben einfach keine Möglichkeit mehr, in die Kirche raufzukommen. Ja, sie haben sogar Probleme, in die Unterkirche zu kommen, weil auch die Unterkirche schon 2 Meter über Straßenniveau ist. Mit Rollstuhl ist das schon schwer und nicht immer leicht zu erreichen. Der Weg beginnt ohnehin an der obersten Stelle der Straße und kommt mit einem Gefälle herauf, mit einer Steigung herauf, die weit über der Norm ist. Und mit kaum einem Absatz geht das dann in diesen Nordeingang der Kirche hinein. Es führt eine normale Treppe hinauf, die zu schmal ist für einen Treppenlift. Diese steile Treppe zu erklimmen, ist für die Kirchenbesucher eine besondere Herausforderung. Immerhin. Auch von außen führt ein Weg zur Oberkirche. Dieser ist ebenfalls mit Rollstuhl nicht zu überwinden. Und auch mit einem Kinderwagen tut man sich hier über die Treppen schwer. Ein Problem, das der Rektor der Kirche, Franz Mickel, seit Jahren kennt. Das werden ja meine Schwestern und Brüder immer älter und kränker. Knieoperationen, Hüftoperationen. Und so wäre mein großer Wunsch, so schnell als möglich einen Lift zu bauen, damit wir ohne Behinderung in die Kirche kommen zum Gottesdienst. Ich bin seit vielen Jahren hier in der Kirche. Natürlich sagt man, sie können auch in eine andere Kirche gehen. Aber das ist meine Gemeinde, meine Familie, wo ich hergehe und mich jeden Sonntag darauf freue, wenn ich es endlich geschafft habe, oben auf dem Platz zu sitzen. Für mich ist sehr schwierig die Stiege da hinauf. Wenn ich sie geschafft habe, brauche ich ein paar Minuten stehen bleiben oben, dass ich überhaupt wieder Luft kriege. Wir nennen das die Nordwand. Kletterer wissen das, was das bedeutet. Und es ist für jemanden, der mit Krücken gehen muss oder der sich sonst schwer tut mit dem Gehen, sicher auch so schwierig. Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass es eine Möglichkeit in der heutigen Zeit, noch dazu, wo so groß geschrieben ist, behindertengerecht muss alles sein. Ja, wo denn? Wo denn? In irgendeinem kleinen Amtsel oder wo? Bei uns jedenfalls nicht. Um die Messe in der Oberkirche verfolgen zu können, muss Helmut Kaltz, der seit 30 Jahren im Rollstuhl sitzt, daher zu einer ungewöhnlichen Maßnahme greifen. Er sitzt unten, ja, mit Kopfhörer, weil ansonsten kann er die Messe überhaupt nicht verfolgen. Und ich bin oben. Ja. Kommunion muss zu ihm heruntergebracht werden und sonst, wenn irgendwas ist, wird alles heruntergebracht zu ihm. Seit Jahren plant die Kirchengemeinde daher einen barrierefreien Zugang unter dem Motto Lift, Licht und Raum, ohne dabei Wottrubers Gesamtkunstwerk beeinträchtigen zu wollen. Viele Arbeitsstunden wurden investiert, darunter unzählige Gespräche mit den zuständigen Magistraten und dem Bundesdenkmalamt. Schließlich schien der Weg geebnet. Die Diözese hat einen Architekten beauftragt, der auch Mitglied unserer Gemeinde ist. Und dieser hat dann Vorschläge ausgearbeitet. Die Gemeinde hat sich für einen Typus, eine Variante entschieden. Und mit dieser Variante sind wir dann zum Bundesdenkmalamt gegangen. Beim Bundesdenkmalamt hat es monatelang gedauert und wir haben sehr mühsam den Weg gefunden, dass wir einen Raum planen können, wo auch Licht hineinkommt und dass wir den Lift in die Nähe des Haupteingangs bringen können, dass wir keine 2 Klassenzugänge haben. Ja.
Zusätzlich zu dem Lift sollte auch Licht und mehr Platz in die Unterkirche gebracht werden, wo fast 80% der Aktivitäten der Kirchengemeinde stattfinden. Heute ist die Babyspielgruppe da. Auch 150 Pfadfinder sind oft hier und das immer ohne Tageslicht. Jetzt, wo man diese Entwürfe gesehen hat, wäre das schon irrsinnig schön, einen Raum vorne hin zu haben mit Tageslicht, mehr Möglichkeiten für die Kinder, für alle Leute, die da in der Kirche ein- und ausgehen. Und ja, der Lift wäre natürlich auch super. Also es wäre einfach einfacher, am Sonntag mit dem Kinderwagen in die Kirche zu kommen, weil Sie haben die Stiegen draußen gesehen, das ist einfach eine Action, darauf zu kommen. Ja. Der Lift wäre ungefähr hier in dieser Position, wo die Sträucher sind, und es sollte ein gemeinsamer Eingang für normal Gehfähige sein und für Behinderte. Hier mit deutlichem Abstand zur Kirche und gemeinsam mit dem Eingang sollte dieser Lift platziert sein. So könnte der geplante Umbau aussehen. Man sehe gut, dass das Gesamtkunstwerk nicht verschandelt wäre, so Vertreter der Kirchengemeinde. Auch die Finanzierung sei gesichert. Vom Bundesdenkmalamt gab es das Okay im Jänner 2014. Meine Herren, Sie haben mich überzeugt. Ich gratuliere Ihnen. Das Projekt, das dürfen Sie jetzt zur Einreichung bringen. Das war die Aussage des Landeskonservators des Bundesdenkmalamtes. Doch dann sei das Projekt torpediert worden. Denn Architekt Fritz Meyer, der die Kirche mitgestaltet hatte, wollte den Umbau verhindern und habe beim Bundesdenkmalamt und der Stadt Wien interveniert. Damit wurde das Ganze noch einmal einer Prüfung unterzogen und in einen Fachbeirat delegiert. Und dort wurde die Sache zweimal abgelehnt und das Projekt war gefallen. Wieder wurde eine neue Variante mit dem Bundesdenkmalamt ausgearbeitet, diesmal mit der Haltung des von Fritz Meyer gestalteten Nordeingangs. Und erneut wurde das Projekt eingereicht. Im Laufe des Herbsts haben 8 zuständige kommunale Stellen ihre Zustimmung gegeben und ihre Bescheide erlassen. Am Beginn dieses Jahres ist dann das Gutachten für das Bundesdenkmalamt fertig gewesen. Und das war für uns sehr negativ. So ungefähr in die Richtung rührt hier nichts an. Wenn ihr einen Lift bauen wollt, dann baut den weit weg, damit man den nicht sehen kann. Für uns ist das im Klartext, die Behinderten sollen weit weggehen, damit sie zum Lift kommen können und dann wieder durch einen langen Tunnel in die Unterkirche bzw. auf dem Gelände in die Kirche kommen. Der Gutachter, der vom Bundesdenkmalamt bestimmt wurde, habe das Projekt einer rein denkmalpflegerischen Sicht geopfert, kritisiert Diakon Keindl. Und das, obwohl die Fritz-Wottrober Privatstiftung selbst keine Einwände gegen den Umbau gehabt hätte. Hier haben viele Menschen sehr, sehr viel Herzblut hineingesteckt und die sind maßlos enttäuscht. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum das so schwierig ist. Weil eigentlich meiner Ansicht nach an der Kirche und an dem Anblick der Kirche von der Straße nichts verändert wird. Also das wird immer noch genauso imposant und schön dastehen, danke, wie es jetzt ist. Ich verstehe es auch nicht ganz, weil es ja eine moderne Kirche ist. Es ist jetzt nicht der Stephansdom, sondern eine moderne Kirche, eine lebende Kirche. Und die Leute sollen hierher kommen können, auch wenn es ihnen nicht so gut geht. Oder wenn sie kleine Kinder haben, das ist ja hier sehr willkommen. Und ich finde es total schade, wenn das nicht möglich ist. Wie wird es weitergehen mit der Kirche zur heiligsten Dreifaltigkeit? Wird es einen Kompromiss zwischen Denkmalschutz und Barrierefreiheit geben können? Ja, und von der Nordwand der Wottroper Kirche jetzt wieder zurück ins Bürgeranwaltsstudio am Königlberg. Ich darf sehr herzlich bei uns im Studio begrüßen Herrn Dr. Wolfram Broksch. Er ist Rechtsanwalt der Kirchengemeinde. Herzlich willkommen. Auch bei uns Herr Diakon, Diplom-Ingenieur Hubert Keindl. Das Bundesdenkmalamt, meine Damen und Herren, haben wir natürlich auch eingeladen. Da hat uns die Leiterin, die Frau Professorin Doktorin Barbara Neubauer, mitgeteilt, es handle sich um ein laufendes Verfahren, daher wollte sie heute nicht kommen, gibt allerdings eine Stellungnahme. Sehr wohl bei uns ist aber ein Architekt, nämlich Herr Fritz Meyer, ein besonderer Architekt, möchte ich mal sagen, denn er hat sehr eng mit Fritz Wottruber zusammengearbeitet. Wottruber gilt ja als einer der bedeutendsten Bildhauer des 20. Jahrhunderts, ist heute ein Klassiker. Und der Herr Meyer hat von 1966 bis zum Tod Wottrubers sehr eng mit ihm gearbeitet und wurde auch beauftragt, diese Kirche gestalterisch, architektonisch umzusetzen. Das erklärt vielleicht auch das besondere Interesse
Interesse, das der Herr Mayer am Fall hat. Herr Mayer, ich bleibe gleich bei Ihnen. Es gab ja diesen wunderbaren Plan, den wir da auch im Hintergrund sehen. Der schien zunächst einmal konsensual zu sein. Und dann sind Sie auf den Plan getreten, haben Beschwerden eingebracht. Was stört Sie denn so massiv an diesem Plan? Ja, zuerst, ich habe nicht Beschwerden eingebracht. Ich habe nur den Kunstbeirat angerufen, was da zu machen wäre. Mehr war nichts. Aber was stört Sie ganz konkret an diesem Plan? Die Kirche haben wir ausgesucht, also den Platz haben wir ausgesucht, weil wir wollten unbedingt, dass die Kirche auf einem Berg weithin sichtbar ist. Und dieser Bau, den Sie da jetzt sehen, zerstört eigentlich die Basis der Kirche. Mhm. Natürlich kann man sie behübschen, man kann sie mit Wald umgeben und weiß ich was alles, aber in Wirklichkeit ist es eine... stürzt das Fundament der Kirche. Aber vielleicht erklären Sie uns das, sind nicht alle Architektinnen und Architekten, die uns jetzt zuschauen, worin besteht jetzt konkret die Verschandelung, die Sie kritisieren? Das ist jetzt schon sehr schön ein Wort. Es steht so quasi, wenn ich in üblichen Worten das ausdrücken kann, es steht die Kirche auf einmal auf einer Glasfront, so quasi auf einem, es kann auch ein Gasthaus sein, es wird ein Gasthaus eingerichtet. Ich respektiere die Wünsche der Gemeinde, der Pfarrgemeinde, das ist mir vollkommen klar. Aber in dieser Form kann ich nicht Ja sagen dazu. Herr Dr. Broksch und Herr Diakon, ich nehme an, da werden Sie dagegen halten, was die angebliche Verschandelung betrifft Ihres Projektes. Ich möchte zuerst einmal mich bedanken und hier einfach einmal festhalten, dass diese Gemeinde, der ich auch mit angehören darf, seit 40 Jahren jetzt sehr glücklich ist in diesem Bauwerk, in diesem Denkmal, das sie mitgestaltet haben, mit dem Fritz Wotobau gemeinsam leben darf. Ich glaube, dass hier auch einmal festzuhalten ist, dass ein Denkmal natürlich auch nur dann weiterlebt und weiterhalten wird, wenn es weiter genutzt werden kann. Und wie es im Beitrag ja auch gezeigt wurde, ist hier allein aus Barrierefreiheitsgründen, aber auch aus Lichtgründen. Kein Arbeitsinspektorat würde das dulden, dass etwas praktisch permanent ohne natürliches oder ohne Tageslicht funktioniert, dass so etwas so weiter bestehen muss. Aber Herr Rechtsanwalt, ganz konkret zur Frage. Es steht der Vorwurf im Raum, Ihr Projekt oder das Projekt wäre eine Verschandelung dieses Denkmals. Was sagen Sie denn ganz konkret dazu? Kann auch der Herr Diakon da etwas vielleicht, wenn beitragen? Man ganz kurz auf dieses Bild oder auf die Ansicht noch einmal hin zeigen kann. Vielleicht kann ich das auch so in die Kamera halten. Wir glauben, dass durch diese Erweiterung nur ganz geringstmöglich überhaupt eingegriffen wird und das Kunstwerk dadurch eigentlich sogar viel besser betrachtet werden kann, viel besser erkennbar ist. Wenn Sie sich verbildlichen, dass die Situation im Moment so ausschaut, dort, wo dieses Bild aufgenommen ist, wo man den Eingangsbereich, wie er geplant ist, dann sichtbar wäre, sieht man im Moment nur Mistkübel und Büsche. Bei diesem international anerkannten und wichtigen Bauwerk ist es üblich, auch weltweit einen Ideenwettbewerb, vielleicht sogar einen internationalen Ideenwettbewerb auszuschreiben. Ja, das ist natürlich eine Spur, aber ich möchte die Aufmerksamkeit noch auf einen sensiblen Punkt lenken. Es geht ja zum einen um die Kunst, um die Bildhauerei, aber es geht um Menschen. Ja, und wir haben ja auch in Österreich Barrierefreiheit, ein Behindertengleichstellungsgesetz. Herr Keindl, Sie denken da nämlich an, auch an die Menschen, die nicht nur an Sonntagen, sondern auch unter der Woche die Kirche aufsuchen und dort sich einfinden. Genau, das war eigentlich unser Ausgangspunkt. Die Menschen, die wir hier kennen, die wir mit Namen kennen, ja, das sind für uns keine Anonymen, die irgendwelche Behinderungen haben oder ein Bedürfnis haben, sondern das sind Menschen, die zu uns gehören, die zu unserer Familie gehören. Und dafür war als allererstes einmal dieser Einsatz, ihnen das nicht zu verwehren, hier dazuzugehören. Oder wenn sie alt geworden sind oder nach dem Skiurlaub sich den Fuß gebrochen haben oder wenn sie Kinderwagen schieben, irgendwo anders hinzuschicken. Ich schicke sie nicht von der Familie weg. Ja, bleiben wir einen Moment, meine Herren, vielleicht noch bei den Menschen, die in die Kirche wollen und jenen, die sich schwer tun damit. Denn um die geht es ja auch in der Diskussion heute. Und da haben wir natürlich auch das Bundesdenkmalamt dazu gefragt und haben eine Stellungnahme bekommen. Und hier heißt es, grundsätzlich ist festzuhalten, dass der Denkmalschutz eine barrierefreie Erschließung eines Gebäudes stets ermöglicht hat.
Auch für die Wottruper Kirche haben entsprechende Gespräche stattgefunden. Dem Bundesdenkmalamt liegt derzeit eine solche Einreichung vor, die allerdings zur Bescheidreife nochmaliger Abstimmungen mit dem Bauherrn bedarf und diesbezügliche Gespräche bereits vereinbart wurden. Ja, und das bezieht sich jetzt auf eine mögliche Lösung, nämlich, dass man das Projekt ein wenig adaptiert, dass man den Lift weiter weg von der Kirche baut. Meine Herren, käme das für Sie in Frage? Wenn man einen Tunnel bis nach Kaltenleutgeben baut, dann kann man auch dort den Lift hinstellen. Das ist aber nicht der Sinn eines barrierefreien Zuganges, abgesehen davon, dass das dann auch wieder eine Zweiklassengesellschaft baut, dass die Leute, die eben gehbehindert sind oder im Rollstuhl kommen, dann bei Wind und Wetter dann erst recht wieder einen weiten Weg zur Kirche hätten. Das, was man vielleicht hier auch noch sagen muss, weil der Einwand kam, naja, das stört den Gesamteindruck oder selbst der Lift würde den Gesamteindruck stören. Hier gibt es einen Schnitt, den auch Sie seinerzeit mit unterzeichnet haben, diesen Plan. So wäre die Umgebung der Wottruper Kirche seinerzeit angedacht und auch von Fritz Wottruper mitgenehmigt gewesen. Im Hintergrund sehen Sie ein monströses, seinerzeit geplantes Schul- und Internatsbaugebäude, das dann zwar nicht errichtet wurde, das aber sozusagen zeigt, was damals alles auch vom Schöpfer Fritz Wottruper hier mit akzeptiert war. Hier jetzt zu sagen, ein Lift geht zwar, aber der geht nur 100 Meter entfernt, ist absurd, wenn man diese Pläne kennt. Also da gibt es wieder ein Irrtum. Wottruper hat diese Schulen nicht anerkannt. Es hat eine Besprechung gegeben mit den Vertretern vom Bautenministerium und Unterrichtsministerium. Da haben die abgelehnt, und mit ein bisschen zynisch, dass sie die Fassade ja mit Blumen schmücken können. Na gut, das ist jetzt schon die Vergangenheit. Bleiben wir lieber in der Gegenwart, in der Zukunft. Es wurde dann abgelehnt. Vielleicht um es konsensual zu machen, uns würde es extrem freuen und ich glaube, das Bundesdenkmalamt würde auch sofort das unterstützen und auch bescheidmäßig genehmigen, wie alle anderen 8 Einheiten, die damit befasst waren, die MA 21 für Stadtentwicklung, Architektur, Umwelt, die MA 19, die MA 37, die Baubehörde hat eine Baubewilligung ausgeteilt. Alle sind inzwischen dafür, mit Ausnahme leider von Ihnen. Und wenn Sie uns unterstützen könnten und wir Sie unterstützen können, dass Ihr Beitrag zu dem Werk mit gewürdigt wird, stärker gewürdigt wird als bisher, glaube ich, dann kann man da sicher eine Lösung finden. Und sehen ist auch Sie, das Bundesdenkmalamt, Herr Mayer, noch dazu eine bereit. Lösung auf diese Anfrage einzugehen? Nein, das ist ein bisschen, schaut aus wie ein Kuhhandel. Ja. Den wollen Sie natürlich nicht. Nein, den will ich nicht. Dann außerdem den Tunnel zu zeigen, es ist nur... Das ist ja nur eine Möglichkeit. Also, und es gibt sicher viele Möglichkeiten, also bessere Möglichkeiten als die vorliegt, muss ich auch sagen. Und wieso nicht einen Wettbewerb machen? Okay, die letzte Frage bleiben wir dazu. Vielleicht einmal, die Sendezeit geht hurtig voran. Bleiben wir mal einen so weit. Satz. Es gibt von Seite Mayer den Vorschlag, noch einen Wettbewerb zu veranstalten. Sie sagen, dass die andere Variante eigentlich nicht geht. Also wir werden weiter reden in der Angelegenheit. Eines ist uns natürlich aufgefallen, erstaunlich ist, meine Damen und Herren, in diesem Projekt ist das Geld, spielt eigentlich keine Rolle. Wir hören, dass 300.000 Euro, glaube ich, von der Gemeinde selbst kommen soll, durch viel mehr, noch dazu, auch nicht schlecht. Der Rest, glaube ich, über einen Kredit, das ist doch nicht wenig Geld, ich glaube 600.000, 700.000 Euro. Darf ich Sie ganz kurz fragen, nachdem das so viel Geld ist, ich denke, 700.000 Euro könnte man schon ein Haus kaufen, haben Sie da auch Alternativen geprüft? Üblicherweise spendet man und sammelt man in der Kirche ja für die ganz Armen und jetzt geben Sie 700.000 Euro für dieses Projekt aus? Alleine die Verzögerung durch diese Intervention beim Bundesdenkmalamt hat uns mindestens 100.000 Euro gekostet. Man muss sich das so vorstellen, das ist ein kooperatives, also mit der Gemeinde und mit allen Behörden und mit dem Bundesdenkmalamt abgestimmtes, über Jahre entwickeltes Projekt. Hier sind wir darauf angewiesen, dass ungefähr 1.000 Gemeindemitglieder das mit Spenden finanzieren. Gerade das ist auch ein Grund dafür, dass dort ein Wettbewerb überhaupt nicht möglich war. Man hat nicht hier die Möglichkeit, wie andere wirtschaftlich toll aufgestellte Entitäten, jahrelang auszuschreiben und dann irgendwelche Sieger zu prämieren und dort gestalterisch wahnsinnige Entwürfe dann mit Millionen umzusetzen. Wir können hier keinen einzigen Cent weiter eigentlich entbehren und hoffen wirklich, und das ist mein Abschlusswort dazu, dass der Herr Architekt Mayer
mit versprochener totaler Würdigung seines Beitrages uns hier die Unterstützung gibt. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, der Streit geht sicherlich noch in eine nächste Runde. Gut möglich, dass wir diesen Fall auch der Volksanwaltschaft weitergeben. Hier gibt es natürlich auch Prüfungskompetenz im Zusammenhang mit der Barrierefreiheit. Wir würden natürlich auf Konsens hoffen, dass in diesem Fall Architektur und Religion zusammenfindet. Ja, und allen jenen, die jetzt zugeschaut haben, kann ich nur empfehlen, schauen Sie sich vielleicht die Wottruper Kirche selber an. Es ist wirklich ein besonders schöner Ort.